1918 brach weltweit eine Grippewelle aus, die spanische Grippe. In nur einem Jahr starben zwischen 20 und 50 Millionen Menschen an der Influenza. 1952 starben mehrere tausend Menschen in den USA, aber auch in Europa, an Poliomyelitis, bei uns auch Kinderlähmung genannt, weil hauptsächlich Kinder und Jugendliche an ihr erkranken. Allein in Deutschland hinterließ die Krankheit 9.500 Gelähmte und 750 Tote. In den frühen 80er Jahren wurden die ersten Fälle von AIDS registriert. Bis heute starben mehr als 25 Millionen Menschen an dieser Krankheit. Immer wieder taucht in Afrika, nicht nur in der Demokratischen Republik Kongo, das Ebola-Virus auf, an dem über 80% der Erkrankten sterben. Neben diesen oft tödlich verlaufenden Krankheiten leiden wir alle hin und wieder unter einer Erkältung mit Schnupfen und Husten. Alle diese Krankheiten haben eines gemeinsam. Sie werden von Partikeln ausgelöst, die wir als Viren bezeichnen. Der niederländische Kaufmann und Hobbyforscher Anthony van Leeuwenhoek begann 1660 Mikroskope zu bauen, um Dinge wie Blut, Wasser und Speichel zu untersuchen. So war er der Erste, der im Zahnbelag winzige lebende Objekte aus Zellen entdeckte, die Bakterien. Er bezeichnete sie als Animaculaes, kleine Tierchen. Später konnten Wissenschaftler mit verbesserten Mikroskopen hunderte von unterschiedlichen Bakterienarten identifizieren. Ende des 19. Jahrhunderts entdeckten Forscher, dass Bakterien Krankheiten wie Tuberkulose und Lungenentzündung auslösen. Am Beispiel der Tabakmosaikkrankheit, die Tabakblätter schädigt, machte der Petersburger Forscher Dmitri Iwanowski 1892 eine aufregende Entdeckung. Wissenschaftler glaubten bis dahin, dass die Tabakkrankheit von Bakterien verursacht werde. Aber unter dem Mikroskop waren keine Bakterien in dem Saft der erkrankten Pflanzen zu erkennen. Das Rätsel wurde noch größer, als Iwanowski Pflanzensaft durch einen feinen Filter gab, von dem man wusste, dass er Bakterien